Das neuartige Coronavirus hinterlässt laut Professor Dr. Peter Berlitt, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, weitaus schwerwiegendere Spuren im Körper von Infizierten als bisher bekannt. Im Gespräch mit Bild am Sonntag erklärt der Neurologe, dass sich das Virus seinen Weg durch den gesamten menschlichen Organismus bahnt. Covid-19 befällt demnach nicht bloß Lunge, Herz und Nieren, auch das Nervensystem und das Gehirn werden stark geschädigt. Laut Dr. Berlitt spricht man in Neurologenkreisen bereits von Covid. Zu den bekanntesten Coronavirus-Symptomen zählt der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Wer ohne Infekt der oberen Atemwege plötzlich nicht mehr riechen und schmecken kann, sollte sich in häusliche Quarantäne begeben und testen lassen, sagt Professor Berlitt. Laut derzeitigem Wissensstand konnten rund 90% aller infizierten Patienten nach 4 Wochen wieder riechen und schmecken. Bei 10% aller Infizierten ist das jedoch nicht der Fall. Neben den eher harmloseren Symptomen wie der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns treten jedoch auch weitaus ernsthaftere Schäden auf. Ein Drittel aller Corona-Intensivpatienten entwickelt laut neuesten Erkenntnissen diffuse Hirnschädigungen. Zu den Symptomen zählen unter anderem Verwirrtheit, Gedächtnisprobleme, Halluzinationen und epileptische Anfälle. Auf den Hirnscans dieser Patienten konnte man eine Schädigung der weißen Hirnsubstanz mit winzigen kleinen punktuellen Einblutungen erkennen. Bei den meisten Patienten trat das während ihrer Zeit auf der Intensivstation auf. Nach überstandener Infektion blieben aber häufig eine allgemeine Abgeschlagenheit und Gedächtnisprobleme im Alltag zurück, so Dr. Berlitt gegenüber der Bild am Sonntag. Diese Patienten würden anschließend eine neurologische Rehabilitation benötigen. Covid-19 kann unter Umständen auch Entzündungen im Gehirn auslösen. Man konnte das Virus im Nervenwasser nachweisen. Daher nimmt man an, dass das ein direkter Effekt des Virus ist, erklärte der Experte. Bei einem Teil der untersuchten Patienten mit einer solchen Hirnentzündung konnten Antikörper nachgewiesen werden, die das Gehirn langfristig schädigen sollen. Dabei soll es sich um eine Reaktion des Immunsystems handeln, das durch SARS-CoV-2 getriggert wird. Das Virus löst eine Immunantwort aus, die zu massiven Entzündungsveränderungen im Blut führt, erklärt Dr. Berlitt. Auch Schlaganfälle sind eine Folge einer Covid-19-Erkrankung, die auch, und das ist das Kuriose, bei einigen jungen Patienten ohne Vorerkrankungen betreffen kann. Auch wenn das nur Einzelfälle wären, sei dies besorgniserregend, erklärt der Mediziner. Bei einigen war der Schlaganfall sogar das erste Symptom der Infektion. Seinen Weg ins Gehirn bahnt sich das Virus über die Nase oder den Mund-Rachenraum.